Mozes stressiges Leben zwischen Familie und Öffentlichkeit, eine dreijährige Tochter, ständig Termine und Auftritte, und dann auch noch eine eigene Tanzschule. Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse ist eine Powerfrau. Im RTL-Interview schwärmt sie von ihrem Mann Jewgeni Wosniuk, ebenfalls Tänzer und Tanzschulenchef an ihrer Seite. Mozi und ihr Mann Jewgeni sind ein Dreamteam. Zur Eröffnung der Taunus-Tanzschule in Kelkheim erleben wir Mozi absolut erleichtert. Gerade hat sie den Umzug der Tanzschule hinter sich und das ist selbst an Energiebündel Mozi nicht spurlos vorbeigegangen. Es war wahnsinnig stressig. Ich will wirklich keinen Mist erzählen. Dass die Ex-Profitänzerin das neben all den beruflichen und familiären Verpflichtungen leisten konnte, hat sie vor allem Ehemann und Geschäftspartner Jewgeni zu verdanken. Mein Mann hat das alles komplett gemanagt, schwärmt die 40-jährige, Lesetipp, Mozes Liebeserklärung an ihren Jewgeni Wosniuk und ihre Tochter. Das Teamwork gilt nicht nur beim Umzug der Tanzschule, sondern im ganzen Leben. Wir haben eine ganz klare Vorstellung, wo unser Leben hingehen soll. Ob das klappt oder nicht, ist was anderes. Aber wir haben einfach einen gleichen Blickwinkel auf unser Leben und das gibt mir Kraft. Seit 2015 sind Mozi und Jewgeni ein Paar. 3 Jahre später heirateten sie dann. Die beiden Profitänzer kennen sich bereits seit über 10 Jahren. 2013 wurden sie gemeinsam deutscher Meister im Lateintanz. Bikini-Figur ist jede verdammte Figur. Mozi gegen den Körperwahn. Bei all dem Stress ist es natürlich auch wichtig für Mozi Mabuse, fit zu bleiben. Sport ja, Körperwahn nein. Das ist ihre Einstellung. Bikini-Figur ist jede verdammte Figur, wenn du mich fragst. Hauptsache Wasser und Spaß haben, die Chance. Sich mit Sport fit zu halten, bietet sie in ihrer Tanzschule jetzt nicht nur mit Tanzkursen, sondern auch mit Fitnesskursen, denn es bringt ja auch nichts, wenn eine Mutter unglücklich zu Hause sitzt, weil sie nicht in einen Bikini reingeht, erzählt sie uns lachend im Interview. Und Mozi spricht aus eigener Erfahrung, im August 2018 kam Mozes und Jewgenis kleine Tochter auf die Welt und natürlich steckt auch eine Ex-Profitänzerin Schwangerschaft und Geburt körperlich nicht einfach so weg.